Hallo und herzlich willkommen zurück zu Iconoclast. So, 14%. Nach 3,5 Stunden. Was sollte ich jetzt eigentlich machen? Ach ja, die Stadt überprüfen. Bin ich da jetzt eigentlich hingelandet? Ein bisschen verwirrt. Oder war das hier? Oh, nicht so. Gucken, ob ich da auch durchkomme. Genau, hier war's. Aber was zur Hölle ist eben passiert? Der ganze Ort hat sich bewegt. Wo werden wir jetzt unsere Unterstützung hinschicken? Können wir überhaupt aus dieser Stadt heraus? Wir sind mitten im Wasser. Warum ist General Krom nicht hier? Ihm würde etwas einfallen. Hör auf mit den Fragen. Der General hat behauptet, eine Offenbarung gehabt zu haben und geht nach Westen. Ich bin sicher, dass er dort etwas viel Wichtigeres gefunden hat. Nicht. Wo sind die Agenten überhaupt hin? Mir sind diese dämlichen Agenten egal. Wir müssen uns etwas ausdenken. Die Leute haben sich vermutlich in ihren Häusern als Teil eines Vorgehens verbarrikadiert. Also übergeben sie uns einfach ihre Stadt? Keine Ahnung. Vielleicht planen sie uns hier draußen hungern zu lassen oder so. Hoffentlich haben sie keine fiese Roboterüberraschung für uns. Sag sowas nicht. Beruhige dich. Werd mal nachsehen gehen, wie es den anderen geht. Mach dir nicht in die Hose. Hä? Das hat mich nicht von ihrem Mund getroffen. Oh, noch 12. Und jetzt zu. Okay. Ich kann auch so. Ich bin da gar nicht so. Decke und dann auf mich zu. Bäh. Die sind mir lieber.
steht direkt vor mir, aber wird nicht getroffen. Toll. So. Jetzt noch einer. Fertig. Ein Erfolg! Wow! Danke für die ganze harte Arbeit. Unabhängig davon, wer OneCon denn hierher gebracht hat, scheint es, als sei niemand verletzt worden. Unser einziger verbleibender Verteidigungsroboter wurde vor einer Weile von jemandem zerstört. Also ist es ein Glück, dass du diese Typen für uns erledigt hast. Ich habe keine Ahnung, wer meinen verdammten Roboter zerstört hat. Unsere Wohnquartiere dienen auch als Schutzräume und wir können länger in ihnen bleiben als irgendjemand außen. Also wenn der Rest von Coulson unseren neuen Standort nicht finden kann, müssen die Soldaten wirklich weit schwimmen, um zu entkommen oder verhungern. Oh Mann. Also, wenn du in Zukunft helfen wirst, benötigt dieser charmante Retro-Schraubenschlüssel einige Aufrüstung. Immer gerne ein Elektroschrauber. Er ist jetzt elektrisiert und hat tatsächlich einen echten Nutzwert. Du wirst herausfinden, was er kann, wenn du ihn benutzt. Wenn du ihn ein paar Mal drehst, wird er sich aufladen. Könntest du einfach bitte eine zweite Kontrollrunde durch die Stadt machen, bevor ich alle Schutzräume entsperre? Ich hab noch einen Schlüssel. Warum hab ich noch einen Schlüssel? Stimmt noch was ganz Fieses. Sag ich doch. Komm hier nicht näher mit einem perversen Mörderbäumen. Was hast du mit ihr gemacht? Ich sagte, du sollst dich verziehen. Was hast du mit ihr gemacht? Oh, siehst du jemanden, um die du dich einen Dreck scherst? Dann sollte ich diese Wand benutzen, um die Stirn dieser Frau in ihren Hals zu rammen. Ist nur fair. Nein! Was für monströse Dinge tut ihr hier? Was willst du? Lass mich dieses Drecksloch verlassen, ohne dass mir einer von euch folgt. Du wirst nicht versuchen, mich mit was auch immer für das eine widerliche Technik war, mit der du Weiß getötet hast, zu erwischen. Du wirst sie einfach umbringen. Das sollte ich. Vielleicht lässt sich dich sie hier irgendwo rumliegen finden, sofern ich lange weg bin. Ich glaube dir nicht. Tja, das wirst du müssen. Ich gehe jetzt. Sie steht einfach nur daneben und hat Angst. So, wo ist man denn jetzt gelandet? Ist doch schon wieder hier. Verdammt! Nee, gesagt. Gucke ich erstmal zu ihr oder gehe ich weiter? Ich liebe Speicherpunkte.
ist dir einfach egal. Da waren Soldaten draußen. Ich weiß, Mama. Sie hätten hier hereinkommen können. Nicht wirklich, Mama. Und jetzt verlässt du mich erneut. Ich lasse alles zurück, nur um zurückgelassen zu werden. Wo ist dein Herz? Es war nicht einmal ein Tag und du verlässt mich. Ich werde einfach in diesem Bett verrotten und auf Dämonen waren. Ja, okay, gut. Ich bin ein Miststück. Ich verstehe es. Ich weiß, dass ich es für jeden schlimmer mache. Aber ich würde gehen, wenn ich denken würde, dass du daran sterben würdest, ja? Tatsache ist, dass alles gut gelaufen ist. Du bist in Sicherheit. Sag mal nicht, also sei still. Tut mir leid. Ich finde die Mutter irgendwie komisch. Hey, nicht wegrennen. Was? Folge mir nicht, Wobbeln. Ich werde nur dein Leben ruinieren. Mir egal, komm, ich geh mit. Du bist zu nett, Wobbeln. Schätze, dass ich Hilfe brauchen werde, Samba zu finden. Aber versprich mir, dass du mich zurücklassen wirst, sobald ich anfange, Dinge zu ruinieren. Danke, Wobbeln. Lass uns erneut nach Blockwalk gehen. Finde einen Weg zurück nach Hause. Toll. Oh, was machst du denn jetzt hier? Hey, dieser Schraubenschlüssel wird dich auf den Schienen, die ich hier errichtet habe, entlang rutschen lassen. Greife einfach einen Schrauben mit dem Schraubenschlüssel, während du nicht in eine Richtung drückst. Was ist denn mal sowas? Ich sehe nichts. Ah, jetzt. Ah. Dranhängen, keine Richtung drücken und los geht's. Tatsächlich. Ach, damit kann man die Richtung festlegen. Gut zu wissen. Ach, dafür brauche ich den Schlüssel. Das ist wieder im Scherbenödland. Ganz woanders. Ach, das ist hier. Dann kann ich mal nach oben gucken. Ich werde erstmal so ein bisschen rumgucken. So. Bin ich noch nicht hingekommen. Hey. Hat sich jetzt alles umgedreht. So, jetzt. Was gibt's hier noch? Irgendwas gratis?
Ein Metallium. Ja. Stimmt, man darf keine Richtung drücken. Finde ich ein bisschen komisch. Muss mich anders umdrehen. Ah, jetzt darf ich Richtung drücken. Hm, toll. Und noch ein Improvium. Gott, Zeug gesammelt. Kaputter Mond im Hintergrund. Der zerbröselt ja wirklich. So. Ein Wissen wird es nachts kalt. Trage eine zusätzliche Jacke. Warum hast du keine an? Ach stimmt, geht nur in die andere Richtung. Die Glasenger. Hier war ich noch nicht, oder? Nee. Alles neu. Gibt recht viele Speichermöglichkeiten. Wuhu, zurück in Siedlung 17. Schade. Hätte gedacht, mit ein bisschen Strom hat man das wieder zum Laufen. Oh, also, wir sind zurück. Ich fühle mich schrecklich wegen Mama, aber ich werde nichts anderes tun, ehe ich nicht Samba gefunden habe. Mama ist paranoid geworden, dass Leute sie benutzen und verlassen wollen. Und jetzt laufe ich immer wieder weg. Was bin ich für eine Tochter? Also lass uns versuchen, Hinweise oder etwas darüber zu finden, wo diese Agentin hingeflüchtet sein könnte. Ich bezweifle, dass hier noch Soldaten sind. Sie werden jetzt von unserer mysteriösen, verschwindenden Stadt abgelenkt sein. Vielleicht. Mal gucken.
Ich könnte mal gucken, wie er über das Haus vernichtet wurde. Sehr viele Speicherstatuen. Da ist es. Oder war es? Konnte man jemand flüchten? Sie haben sie geholt. Die Soldaten, die hier waren, sie haben mir Trokosa weggenommen. Ich habe keine Ahnung wohin. Ich konnte seitdem nicht schlafen. Hier komisches Zeug. Der alltägliche Kerl. Robin? Warum bist du überhaupt zurück? Na egal. Hast du meinen jungen Pontus dort gesehen, wo du warst? Ich habe ihn das letzte Mal vor 8 Stunden gesehen. Jetzt ist es mitten in der Nacht und es regnet. Er hat immer wieder davon geredet, einen Astronauten zu besuchen. Kleine Jungen haben Fantasien, aber jetzt mache ich mir Sorgen, was das für eine Person sein könnte. Ich habe ihm gesagt, dass er solche Dinge nicht verfolgen soll, aber er sagte, dass er beweisen würde, dass er einen Mondmann gefunden habe und ging. Bitte, Robin, bitte finde meinen Jungen. Mal schauen, ob ich ihn sehe. Plonk. Oh, da ist doch schon jemand. Breitengrad 7.539. Mehr hast du nicht zu sagen. Wow. Wow. Wir waren da unten. Nee. War gerade verwirrt. Mit der Karte. Lenkrad minus 5.547. Nein, Geister. Okay, ist auch abgeschlossen. Man muss ja mal gucken, warum die Truhen noch da sind. Oh, gab's auch nix. Bleib aktiv im Geist, solange du jung bist. Medizin hält unsere Körper länger als sie zuvor im Leben, aber es bringt das, wenn der Geist nicht mithalten kann. Wow. Oh, philosophisch. Aufwärts. Noch ein Medaillon. So, da oben, das habe ich schon.
Da, jetzt hab ich's mal richtig gemacht. Nein, Provium. Hey, süßes Haus. Lebst du allein in einem so großen Haus? Das werden sie nicht lange zulassen, stimmt's? Mann, ich wünschte, ich hätte meinen eigenen Fernseher. Meine eigene Schande ist, meine geheime Schande ist, dass ich eure Sendung sehr mag. Hast du mal Elfenbeinturm gesehen? Es handelt von einer Stadt voller Leute, die denken, sie wären schlau, aber finden sie nur einen nutzlosen Müll. Hm, das klingt nach Fernsehen. Wie auch immer, ich hoffe, du kannst diesen Ort behalten. So, wo bewahrst du die schmutzigen Dinge auf? Das ist meine Werkstatt, Dinge, du Nerd. Die waren hier unten, aber... Mehr gibt's nicht. Ein Technium. Sonst gibt es hier nichts. Okay, dann rüber. Ach, wie toll. Elende Schleimer. Diese Frau in der Stadt hat gesagt, der Junge habe etwas gesehen. Ist es das Ding? Möglicherweise. Ach, hier ist wieder verschlossen. Ach, stimmt, hier war der Absturz. Also, da ging es los. Optimierungsschau wird krass. Neue Optimierung. Da ist er. Sagst du mir einfach, was du bist? Das sage ich schon die ganze Zeit, Kumpel. Ich bin einer der cleveren Typen dieses Planeten. Ich grüße dich, Mondperson. Wie ist dein Name? Sei still, du bist keine Person. Kumpel, wir reden miteinander. Entspann dich, okay? Du bist ein komischer Außerirdischer. Ich bin nicht der Außerirdische. Wie kannst du hier im Freien herumlaufen? Du bist verrückt. Bist du ein Mensch? Ja, hör auf zu fragen. Ich glaube dir nicht. Dann frag nicht. Das kann nicht wahr sein. Hey, wer? Uah. Robin, ich dachte, du wärst in die Luft geflogen. Könntest du mich aus diesem Ding holen? Seid ihr Typen, weg von mir.
Ey. Boah, zieht der gut. Ich glaube, ich kann überspringen. Autsch. Ich glaube, die Seite ist schon kaputt, oder? Ja. Welche Seiten jetzt eigentlich noch? Ah, Mist, jetzt bin ich nicht runter. Links und rechts habe ich schon geschafft, aber... Was kaputt. Überfragt.
Kann halt auch nicht nach unten angreifen. Ich bin gerade echt zu blöd. Sein Eisstrahl macht auch keinen Schaden. Autsch.
Ich bin gerade echt überfragt. Ich probiere noch ein bisschen so rum und wenn ich es rausgefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Ja, auf Wiedersehen. Bis dann.